glaube, hier gibt es 6 von 5 Eier oder sowas. Maiken. Ja, auch komischer Name. So, da vorne haben wir das Tomb Raider Level. Beziehungsweise das Lara Croft Level. Ich weiß gar nicht, wie die da heißt. Die hat so einen komischen Namen irgendwie. Aber das ist halt, glaube ich, auch angelehnt an Lara Croft. Hier ist das auch ein sehr unschönes Level, das mag ich nicht. Aber das hier vorne, das was man da sieht, das mag ich. Da gibt es aber auch eine Stelle drin, die mag ich nicht so. So. Das ist auch ein sehr beschissenes Level, die Dinosaurier. Mag ich nicht. Ja, ja, ist gut. Spyro, ich habe einen Spezialauftrag für Sparks, komm später hin zurück. Ja, ja. Ich habe mir gedacht, das wäre hier unten. Total unauffällig. Los, Buddy. Und da fängt die Musik wieder von vorne an. Wir haben schon 109 Eier. Nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, ob man da oben hinkam auf diese Ebene. Keine Ahnung. So, dann machen wir mal noch hier hinten die Wand kaputt. Ich weiß nicht, warum ich das eben schon nicht gemacht habe. So, da haben wir jetzt hier noch links was liegen gehabt. Du hast es geschafft, Spyro. Du hast genügend Dracheneier gefunden, damit ich das Tor öffnen kann. Nachdem ich es geöffnet habe, kannst du dich der Zauberin jederzeit stellen. Sei aber vorsichtig. Sie wird dich erwarten. Das Tor wird übrigens zusammengeschrieben. Ganz wichtig. Hier haben wir alles. Oh, ich hab mal richtig Bock auf den Döner. Muss ich, glaube ich, mal dem Dennis vorschlagen. Ich habe ja noch nie... Ich glaube, ich habe einmal Döner hier in Duisburg gegessen. Ein einziges Mal. Ivi. Von 5. Gibt's da noch eins oder nicht? Bin ich jetzt ganz doof? Wir müssen auf jeden Fall noch hier vorne zum Affen. Also ein Döner? Ich weiß nicht, wie die. Also den einen, den wir hier in Duisburg gegessen hatten, der war halt nicht so geil, weil war schon relativ spät und hat uns so Reste verkauft und war nicht so toll. Guck mal, Spyro, was ich hier habe. Das ist eine lebensgroße Weltraumaffen-Actionfigur mit voll funktionsfähigem Laser. Ich würde ihn ja gern rauslassen, damit du mit ihm spielen kannst. Aber die Zauberin hält ihn für eine Gefahr. 1300!
Du hattest schon immer eine Schwäche dafür, kleinen albernen Wesen zu helfen, nicht wahr, Spyro? Ich nehme an, es kann nicht schaden, ihn freizulassen, oder? Ja, ich bin frei. Danke, Spyro. Oh, sag, hast du jemals einen Bär tanzen sehen? Nein. Es ist ein Glückstag. Schau dir das an. Tänzer nicht, aber keine Ausdauer. Zu schade, ich hätte noch Munition. Ich habe alles gehört, wie du die Zauberin und ihre Armeen bekämpft, ihnen allen in den Hintern getreten hast. Wünschte, ich könnte noch bleiben, aber meine Heimatwelt wird seit meiner Gefangennahme von Renoxen überrannt. Wenn du die Zauberin triffst, sag ja, ich werde dir bald Tanzstunden geben, sehr bald. Du weißt, was ich meine, Aber sicher. Bis später. Ich mag ihn nicht. Da ist mir Agent Null lieber aus Spyro 2. Muss ich doch gerade wieder nachdenken. Agent 9 ins Labor. 111 Eier. Oh. Hier gibt's auch einen Könnerpunkt. Da müssen wir alle Palmen kaputt machen. Heute ist irgendwie voll kalt. Oh, was war das? Hast du einen Rhinox gesehen? Oh, ich glaube, ich habe einen Rhinox gesehen. Oh, glaub es mir, Spyro. Verbring nie eine Woche in einem Käfig. Als nächstes wimmelt es auf deiner Insel von Rhinoxen. Aber ich muss jetzt gehen. Der Lasergewehr und ich haben noch einen Haufen Arbeit. Irgendwie, weiß nicht, wenn ich das über die PlayStation 3 spiele, dann verschluckt der irgendwie immer so die letzte Silbe. Der PlayStation. Agent 9, mein Lieblingsschüler, willkommen in meinem Insellabor. Ich fürchte, Rhinoxe haben die ganze Insel in ihre Gewalt gebracht. Vielleicht könntest du sie aufhalten, bevor sie alle meine Forschungsergebnisse zerstören. Zerstören? Ja, und wir dürfen jetzt hier rumschießen und springen und zielen. Okay, laufen kann man so nicht, das ist schön. So, hau raus. Oh, es wird wie in alten Zeiten sein. Versuch, auf diese Puppen zu schießen, um dich aufzuwärmen. Aber sei vorsichtig, ich glaube, dass sich ein Rhinox zwischen ihnen versteckt. Oh. Oh. Schätzen wir da hinten. Ich wollte gerade sagen, da hinten, ja. Stirb! So, haben wir geschafft. Alles schön einsammeln hier. Das ist auch so ein Level, was ich überhaupt nicht mag. Frag mich nicht warum. Aber nicht so. Das waren doch alle. Ich meine, es wären alle Palmen gewesen. Kann natürlich auch sein, dass wir alle Pfosten anschießen müssen. Ganz viele Rhinoxe warten im Hinterhalt darauf, uns zu überfallen, sobald ich dieses Kraftfeld abbaue. Ich denke, sie kommen weiter, bis du den roten Panikknopf neben der Tür triffst, aus der sie rauskommen. Oh, der trifft mich. Sehr gut.
Ich wusste auch nie, warum hier so ein Strich ist. Also, das ist ja wie so eine Ziellinie oder so eine Anfangslinie. Ich mag dieses Level nicht. Tot. Och, weil der auch immer so lange braucht, um in diesen First Person reinzugehen. Ganz hier, die Ochse. So, gib Gazen. Versuchen wir hier außen lang zu gehen. Schöne ist, sie prallen auch von den Wänden ab. Ah, super. Ich muss mal gucken, wo ich das hier so sehe. Irgendwie. Es gibt doch, jetzt hoffe ich mal, dass ich das richtig ausspreche. Ricochet oder sowas? Das war. Diese Anzeigen zeigen, dass sich ein Haufen Rhinoxe hinter dem Bildschirm versteckt. Oh, ich schalte den Aussichtssockel ein und du schießt, wenn sie angreifen. Ich rate dir, den Scharfschützen-Modus zu verwenden. Das war bei CS irgendwie so dabei. Also das alte CS. Da war ja auch noch Day of Defeat und sowas. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das... Ob ich das hab, ob das dabei war oder ob ich mich jetzt täusche. Nice. Ach, du hast sie erledigt. Oh, mal gucken, in welchem Zustand sich der Maschinenraum befindet. Ich habe das Gefühl, dass die Rhinoxe nicht zu pfleglich damit umgegangen sind. Mal gucken, mal gucken. So, wir müssen aber nochmal raus, ist mir gerade aufgefallen. Weil da hing ja noch ein Fläschchen in der Luft. Ich meine, das könnten wir so abschießen. Ja. 25. Weil in diesem Räumchen, wo wir eben waren... Da hängen nämlich auch noch so Fläschchen rum. Deswegen bin ich da noch gerade drauf gekommen. Ich meine, hier oben wird irgendwo eins hängen. Da! Ein Zehner. Gucken wir das Ganze nochmal von hier aus an. Das war alles. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen. Oh, wie ich gedacht hatte, der Maschinenraum wimmelt von Vögeln. Um die Vögel in ihren Nestern zu treffen, solltest du den Scharfschützen-Modus verwenden und dann einzoomen für haargenaue Treffer. Einzoomen. Okay, L1 und R1. Oh, danke, dass du weggegangen bist. Gute Arbeit, Agent 9. Ah. Bin nicht sicher, ob das hier ein Vogelei oder ein Drachenei ist. Hm, was meinst du? Als Professor sollte man das schon wissen. Boiler. Komischer Name.